Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect. Letztens haben wir eine Nachricht aus der Vergangenheit gesehen. Also damit der Reaper in der Röhre und nun geht's weiter. Saren darf die Röhre nicht erreichen. Wow. Ich hatte erwartet, dass Saren uns eine Falle stellt oder in einen Hinterhalt lockt. Sie müssen zu sehr in Eile dafür gewesen sein. Oder die böse Überraschung kommt noch. Ja, ich denke mir, die böse Überraschung kommt noch. Das ist eher der Fall. Wahrscheinlich kommt noch was. Saren, du bist doch nicht so bescheuert. Hätte sein können, dass wir gerade da hinten... Was sind das für Dinge an der Wand? Irgendwelche Behältnisse? Sie sehen aus wie Stasis-Kapseln. Wahrscheinlich haben die Portianer versucht mit... Alter, die Musik kenne ich, die Musik kennt man doch. Das ist die Anfangsmusik. Huh, cool. Das ist cool sowas. So, wollen wir mal sehen. Oh, was? Ein Schild? Och nöle. Auch noch sowas. Was passiert hier? Eine Falle. Saren hat einen Hinterhalt vorbereitet. Ich glaube nicht, dass Saren dahinter steckt. Ich glaube auch nicht, dass er dahinter steckt. Irgendwas ist hier. Ich verstehe nur ohne. Jetzt hätte jemand auf uns gewartet und da wusste ganz genau, dass wir kommen. Was werden wir Ihrer Meinung nach da unten finden? Es muss nützlich sein, wenn es speziell für uns bestimmt ist. Erhoffen Sie sich nicht zu viel. Wir können uns jetzt nur auf uns selbst verlassen. Ja, Rex, du hast recht. Nur auf uns selber kommen wir zu. Virgil? Was? Hallo? Sie sind keine Proteaner, aber auch keine Maschinen. Diese Möglichkeit ist eine der vielen eingerechneten Wahrscheinlichkeiten. Deswegen haben wir unsere Warnung über die Sender übermittelt. Scheint ein Programm der Kategorie VI zu sein. Allerdings stark beschädigt. Sie scheinen keine Kennzeichen der Indoktrinierung zu tragen. Nicht wie die anderen, die kürzlich hier waren. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Moment mal. Wieso kann ich das alles verstehen? Warum sprechen Sie nicht in der proteanischen Sprache? Ich habe Ihre Kommunikation überwacht, seit Sie hier in der Station sind. Und ich habe meine Ausgabe so modifiziert, dass Sie sie verstehen können. Ich heiße Vigil. Sie sind hier in Sicherheit. Im Augenblick. Aber das wird sich sicher ändern. Schon bald gibt es keinen sicheren Ort mehr. Was wollen Sie? Warum haben Sie mich hierher gebracht? Sie müssen einen Zyklus durchbrechen, der seit mehr als 1 Million Jahre Bestand hat. Aber dazu müssen Sie verstehen. Sonst werden Sie die gleichen Fehler machen wie wir. Die Zitadelle ist das Herz Ihrer Zivilisation und der Sitz der Regierung. So war es bei uns auch. Und bei allen Zivilisationen, die vor uns da waren. Aber die Zitadelle ist eine Falle. Die Station ist im Grunde ein riesiges Massenportal. Sie ist das Tor zum Orkusnebel, zur unendlichen Leere hinter dem Horizont der Galaxie. Wenn das Citadel-Portal aktiviert wird, werden die Reaper auftauchen. Und sie werden alle vernichten. Eine perfekte Falle. Die Reaper können den Rat und die Citadel-Flotte mit einem Überraschungsangriff auslöschen. Das war unser Schicksal. Unsere Anführer waren tot, bevor wir überhaupt merkten, dass wir angegriffen wurden. Die Reaper übernahmen die Kontrolle über die Zitadelle und damit die Massenportale. Die Kommunikations- und Transportmöglichkeiten unseres Reiches brachen zusammen. Jedes Sternensystem war isoliert und auf sich allein gestellt. Und damit eine einfache Beute für die Reaper. In den folgenden Dekaden löschten die Reaper systematisch unsere Leute aus. Welt um Welt, System um System wurden von ihnen systematisch vernichtet. Alle? Aber es muss doch Überlebende gegeben haben. Über die Zitadelle hatten die Reaper Zugriff auf alle unsere Daten, Karten und Populationserhebungen. Information ist Macht. Und sie wussten alles über uns.
Ihre Flotten patrouillierten durch alle bewohnten Regionen der Galaxie. Einige Welten wurden komplett zerstört. Andere wurden erobert und die Bevölkerung versklavt. Die indoktrinierten Diener wurden zu sogenannten Schläferagenten unter der Kontrolle der Reaper. Andere Proteaner nahmen diese Agenten als Flüchtlinge auf und wurden von ihnen an die Maschinen verraten. Innerhalb weniger Jahrhunderte hatten die Reaper alle Proteaner in der Galaxie getötet oder versklavt. Sie waren skrupellos, brutal und absolut gründlich. Aufhalten, wie? Sie sagten, dass ich aus einem bestimmten Grund hier bin. Sagen Sie mir, was ich tun muss. Die Röhre ist der Schlüssel. Vor dem Angriff der Reaper waren wir Proteaner kurz davor, das Geheimnis der Massenportaltechnologie aufzudecken. Eilos war eine Hochsicherheitseinrichtung. Hier haben die Forscher an der Entwicklung einer kleinen Version eines Massenportals gearbeitet. Es sollte eine direkte Verbindung mit der Zitadelle haben, dem Knotenpunkt des Portalnetzwerkes. Die Röhre ist keine Waffe, sondern der Hintereingang zur Zitadelle. Nicht entdeckt worden. Wie haben Sie es geschafft, nicht entdeckt zu werden? Alle offiziellen Aufzeichnungen des Projekts wurden bei der ersten Angriffswelle auf die Zitadelle vernichtet. Während das Proteanische Reich fiel, blieb Eilos verschont. Wir haben alle Kommunikationswege zur Außenwelt gekappt und die Einrichtung damit verborgen. Die Forscher flüchteten in den Untergrund, in diese Archive. Um Ressourcen zu sparen, wurden alle in eine kryogenetische Stasis versetzt. Ich wurde darauf programmiert, die Einrichtung zu überwachen und die Besatzung zu wecken, wenn die Gefahr vorüber ist. Aber der Genozid an der gesamten Spezies war ein langer Prozess. Die Jahre vergingen, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Die Reaper blieben und meine Energiereserven gingen zur Neige. Nur versteckt? Sie hätten kämpfen sollen. Wir waren wenige hundert gegen eine galaktische Invasionsflotte. Unsere einzige Hoffnung war, unentdeckt zu bleiben. Ich habe die Überlebenssysteme der weniger wichtigen Besatzungsmitglieder unterbrochen. Erst Assistenzkräfte, dann Sicherheitsleute. Eine Kapsel nach der anderen wurde abgeschaltet, um Energie zu sparen. Am Ende waren nur noch die Stasis-Kapseln der Top-Wissenschaftler aktiv. Und selbst diese drohten auszufallen, als sich die Reaper endlich durch das Zitadellportal zurückzogen. Da draußen waren hunderte Stasis-Kapseln. Sie haben sie einfach ausgeschaltet? Sie haben sie einfach getötet? Oh Mist. Oh, was soll man machen, Mörder? Das war Verrat. Sie waren darauf programmiert, sie zu schützen, nicht sie zu töten. Diese Situation war einkalkuliert worden. Meine Aktionen waren die Folge meiner implementierten Eventualprogrammierung. Ich wette, die weniger wichtigen Besatzungsmitglieder wussten nichts davon. Ich habe die wichtigsten Personen gerettet. Als die Reaper sich zurückzogen, waren die führenden Forscher noch am Leben. Nur durch meine Aktionen gibt es noch Hoffnung. Als die Forscher erwachten, realisierten sie, dass die Proteaner dem Untergang geweiht waren. Es gab nur noch ein Dutzend Überlebende. Viel zu wenig, um den Fortbestand des Volkes zu sichern. Dennoch wollten sie einen Weg finden, um die Reaper an der Rückkehr zu hindern. Einen Weg, den Zyklus für immer zu unterbrechen. Und sie wussten, dass die Keeper der Schlüssel sind. Die Keeper? Die Keeper stehen doch unter dem Einfluss der Reaper? Die Keeper werden durch die Zitadelle kontrolliert. Vor jeder Invasion wird ein Signal durch die Station gesendet, das sie veranlasst, das Zitadellportal zu aktivieren. Nach Jahrzehnten intensiver Arbeit fanden die Forscher heraus, wie man dieses Signal ändern kann. Mit Hilfe der Röhre erhielten sie Zugriff auf die Zitadelle und nahmen die Änderungen vor. Als dieses Mal die Sovereign das Signal zur Zitadelle gesendet hatte, reagierten die Keeper nicht. Die Reaper sind im Orkusnebel gefangen. Können sie zurückkommen? Saren scheint zu planen, ihre Änderungen rückgängig zu machen. Derjenige, den sie Saren nennen, wird die Röhre benutzen, um die Verteidigungssysteme der Zitadelle zu umgehen. Wenn er erst einmal drin ist, wird er die Kontrolle der Station der Sovereign überlassen. Die Sovereign wird die Systeme der Zitadelle überschreiben und das Portal manuell öffnen. Damit wird der Vernichtungszyklus erneut eröffnet. Ich brauche Hilfe. Gibt es einen Weg, sie aufzuhalten? In meiner Konsole befindet sich eine Datei. Nehmen Sie eine Kopie davon mit. Wenn Sie die Hauptsteuerungseinheit der Zitadelle erreichen, laden Sie diese Daten hoch.
Damit können sie die Sicherheitsprotokolle der Zitadelle überschreiben und vorübergehend die Kontrolle über die Station übernehmen. Vielleicht haben sie so eine Chance gegen die Sovereign. Moment. Wo befindet sich die Hauptsteuerungseinheit der Zitadelle? Davon habe ich noch nie gehört. Die Röhre wird den Weg weisen. Folgen Sie Saren. Er wird Sie an den richtigen Ort bringen. Wir müssen gehen. Saren hat einen Vorsprung. Die Datei sichern und dann los. Derjenige, den Sie Saren nennen, hat die Röhre noch nicht erreicht. Noch nicht. Es gibt noch Hoffnung, wenn Sie sich beeilen. Wow. Die Keeper sind mit der Zitadelle verbunden und sie kriegen ein Signal von der Zitadelle. Also, nur die Zitadelle konnte alles wieder reparieren. Die Zitadelle hat befohlen, das zu reparieren. Und die können auch das Massenportal. So viele Rassen sehen zu den Proteanern auf und sehen in ihnen den Gipfel der Zivilisation. Aber sie wurden ebenso von den Reapern reingelegt wie wir. Sie sind gescheitert. Gehen wir weiter. Ich habe nicht vor, die See zu halten. Ja, genau, Rex. Du hast wirklich recht. So, los geht's. Ja, wir nähern uns echt langsam dem Ende zu von Mass Effect. Also, das ist krass. Über 50 Parts. Also, das ist krass. Mit 50 Parts, das ist zu krass geworden. Los, gehen wir zu Saren. Also natürlich. Hey, der Spieler. Ja, hat sich aus dem Sinn gedreht. Ach nee. Ja, aber ehrlich, was wir rausgefunden haben jetzt. Über die Röhre. Über die Massenportale, über Zitadelle. Das ist krass, was dahinter steckt. Die Gegner haben doch keine Chance gegen meine gegen mein Fahrzeug. Saren hat noch nicht das Ziel erreicht. Echt, wir müssen uns langsam beeilen. Saren darf nicht die Röhre erreichen. Und er darf nicht die Sovereign durchlassen. Weil sonst tauchen die Reaper auf. Und das wäre einer der schlimmsten Fehler, die passieren könnte. Ah, da vorne sieht schon gut aus. Boah. Die Reaper haben eine komplette Zivilisation. Ich glaube, da vorne ist es schon. Ich sehe es schon. Was zur... Boah, das sieht so krass aus. Ja, das ist ein Massenportal. Da, die Röhre, das ist unglaublich. Wir haben keine Zeit, die Aussicht zu bewundern. Wir müssen durch das Portal. Und die Geht werden uns die Sache nicht leicht machen. Ja, denke ich mir auch. Thank you.
Verteidigungssysteme aktivieren. Station abriegeln. Stationsarme bewegen sich nicht. Das System reagiert nicht. Die Zitadelle verlassen. Den Rat evakuieren. Zitadellkontrolle. Zitadellkontrolle. Hören Sie mich. So, Beeilung. Schnell zur Röhre. Hui! Die werden mich jetzt nicht stoppen. Schnell durch das Portal. Ciao! Jetzt, Saren, jetzt kommst du dran. Für die Opfer, für alles kommt er dran. Er wird sterben. Kritisches Versagen aller überwachten Systeme. Bitte leiten Sie die Okay, das war's für diesen Part von Let's Play Mass Effect. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und wenn euch dieser Part gefallen hat, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Mass Effect und jetzt kommen wir langsam wirklich Richtung Finale.